Am 19. Oktober von 8 bis 8:50 Uhr demonstrierten auf der Schweriner Schlossbrücke zahlreiche Beschäftigte von Kindertagesstätten. Verdi hatte deutschlandweit zu Mahnwachen unter dem Motto »Es donnert in den Kitas, Kinder und Beschäftigte gefährdet« aufgerufen. Mehrere Forderungen wurden gestellt. Die Teilnehmer sprachen sich unter anderem für mehr Personal, kleinere Gruppen und mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung aus. Was brauchen wir? Ein neues Kiefer! Was brauchen wir? Ein aktueller Gesetzesentwurf des Ausschusses für Bildung und Kindertagesförderung sieht eine Besserung der Gruppengrößen vor. Eine weitere Forderung: Erzieher sollen ein besseres Ausbildungsgehalt erhalten. Darüber hinaus brauchen Kitas bessere Arbeitsbedingungen, um mehr Menschen für den Beruf zu gewinnen.